Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, in denen Lavender Brown Ron anflirtet. Und zwar hat uns Flitwick in der letzten Folge gebeten, bei ihm vorbeizuschauen. Ich hoffe mal, dass er uns einen neuen Zauber beibringt, weil neue Zauber sind QL. Das wäre nämlich sehr praktisch. Oh ja, Flitwick winkt. Super. Bitte lass es... Oh, wahrscheinlich wird es der Explosionszauber? Nee, oder der Wasserzauber. Weil den Wasserzauber bräuchten wir wahrscheinlich dringender, oder? Weil es ist ja der sechste Teil und am Ende vom sechsten Teil muss Harry den ganz sicher kennen, weil er sonst nicht Dumbledore helfen kann bei seiner finalen Mission. Ah, finaler Teil. Und wie wir immer zu dritt reinkommen, so... Hey, wir sind die coolste Gang, wir dürfen als einzelner Zauberer... Ja, Wasserzauber. Der ist nämlich voll cool. Super, Ron. Ich bin begeistert. Ist das Ron, wie er lebt und lebt, würde ich mal sagen. Und Harry, wie er lebt und lebt. Okay, Hermine, wie wäre es, wenn du das mal machst? Alle anderen scheinen hier entweder das Haus abzufackeln oder den Lehrer zu penetrieren. Wir brauchen den Wasserzauber. Den haben wir jetzt hier. Bam! Ich liebe diesen Zauber. Weil wir können damit jetzt nämlich immer im Hof rumrennen. Und überall, wo man was anzaubern kann, was mit Wasser zu tun hat, können wir... Irgendwie ist das zu groß. Wir kriegen das Feuer nicht gelöscht. Können wir damit... ja, Wasser zaubern. Und damit quasi ja Leben schaffen. Und damit kann man dann überall Pflanzen wachsen lassen. Und das ist voll cool. Und ich schätze mal, das kippen wir da drüber, oder? Ja, da drüben ist ein goldener Stein. Ah, das heißt, wir können nur kleine Flammen damit löschen. Gut zu wissen. Was ist da drin? Mal gucken. Gar nichts, mal wieder einfach leer. Voll dreist, mit Tee. Flitwick, sie ruhen sich da nochmal so ein bisschen aus, ne? Während ich... mal gucke, was hier alles so los ist. Ich schaue mich immer so ein bisschen um. Sie haben doch da bestimmt nichts dagegen, oder? Der ist aber gewitzt versteckt. Also ohne den Steinfühler wäre ich hier aufgeschmissen gewesen. Gucken wir aber trotzdem mal weiter, wo der Schlüssel sein könnte. Wahrscheinlich ist er eh in dem Schrank drin, ne? Also ich meine, groß weiter suchen müssen wir da gar nicht. Ich gucke jetzt aber trotzdem mal, was hier alles noch so rumliegt. Sorry, Harry. Argument. Ah, da drinne. Okay. Spring mal bitte. Danke. Oh. Retten wir hier noch einen Schüler? Wow. Super cool, wie verantwortlich Flitwick ist, dass er es in seinem Zimmer so brennen lässt und Schüler dahinter einsperrt. Oh, so einen Schüler gab es auch oben im... bringt das gerade was, was ich hier mache? Oder... Oh mein Gott. Ach, das läuft alles wieder aus. Halt, nein. Wahrscheinlich müssen wir das erst irgendwie... Das kann doch nicht sein, oder? Dass das hier stimmt. Weil guck mal, das läuft doch alles einfach wieder raus. Wir holen jetzt erstmal Flitwick raus. Und dafür gehen wir zuerst mal zu dem Schrank da drüben. Ja, K. Immer noch. Okay. Sterne, Hut, komisches Getränk, Limonade und dann DreamWorks. Schleichwerbung. Das wird's wohl sein. Wow. Was mache ich jetzt damit? Das soll für... Hä? Ah, das ist dafür da. Okay, gut zu wissen. K. Ah, der beißt es jetzt zusammen. Okay. Und jetzt können wir den Wasserzauber anwenden. Good to know. Okay, ich stehe wahrscheinlich gerade irgendwie ungünstig, schätze ich mal. Irgendwie blöd, dass der Zauber dann wieder zurückgeht, wenn man es nicht richtig macht, weil... Das ist doch voll unlogisch. Weil das Wasser rennt ja nicht wieder raus, ne? Also, von daher. Okay, rennen wir mal hoch und gucken wir, ob der Schlüssel sich dort oben befindet. Ach, du brauchst Wasser. Voll geil, dass das Wasser ins Gemälde reingeht. Da oben ist irgendwas, ich sehe es jetzt schon. Was wir, wofür wir einen Lichtzauber brauchen. Okay, wir helfen dem da aber erstmal. Dann machen wir die da an. Nein! Voll gut, wie er es nicht gelöscht gekriegt hat. Okay. Dann gucken wir mal hier nach. Und... Oh. Und machen das dann noch kaputt?
Und das auch. Und ich weiß nicht. Oh, das geht wahrscheinlich noch nicht. Weil dafür braucht man dann Licht in dieser Lampe da oben drin, meine ich mich zu erinnern. Wow, okay. Die haben aber den Schlüssel zu der Kiste gut versteckt. So nach dem Motto, ja, falls sich mal irgendjemand in dieser offenstehenden Riesenkiste einsperrt, der Schlüssel ist oben in dieser fleischfressenden Pflanze versteckt. Nur, da, falls ihr euch wundert, wo der sein könnte. Wo ist der Kopf zu dieser... Ach so, das ist das Ding, das ist dieses Ding da oben. Okay, da haben wir doch auch schon den Schlüssel. Dann schließen wir doch mal wieder den armen Flitwick auf. Sie kommen ja schon raus. Voll gut gemacht. Danke, dass Sie mich eingeschlossen haben. 10 Punkte für Gryffindor. Das heißt, wir kriegen echt als allerletztes den Explosionszauber. Das finde ich ja sehr, sehr schade. Okay, damit hätten wir das auch noch geschafft. Und jetzt können wir das Schloss grün und grühend und blühend machen. Aber hier noch nirgendwo. Da haben wir dann den anderen Zauber gelernt, oder was? Wo kann ich das euch denn zeigen? Ich will mal was. Ich will jetzt Blumen zaubern. Kann ich das machen? Darf ich? Wie, seid ihr so nett? Wohin geht's? Ich glaube, es geht jetzt sogar auf den Vorhof, weil ich meine, immer wenn man es gelernt hat, dann kriegt man in der nächsten Minute das gleich aufs Auge gedrückt, so nach dem Motto, ja, hier kannst du den Zauber benutzen, benutz ihn. Schätze ich mal. Ich weiß es ja nicht, aber es scheint... Oh, das, da kann man ihn gleich benutzen. Hier. Voll gut, wie sich den Zauberstab genau in die Richtung ausrichtet, in der der Strahl geht. Wow, das dauert aber. Oh, dahin müssen wir noch gar nicht. Ich meine, wir haben schon mal geöffnet, aber leider nicht der Weg, wo wir hin müssen. Bam! Oh, damit kann man gar keine Leute wegschießen. Ich dachte, mit meinem kräftigen Wasserstrahl könnte ich die Leute umhauen, aber anscheinend nicht. Ja, wir gehen auf den Schulvorhof. Jetzt können wir hier alles grün und blühen lassen. Und ich finde, es sieht halt immer voll cool aus, weil ich meine, davor war ja jetzt schon alles so ein bisschen trostlos. Und also so immer diese braunen Stellen. Sowas zum Beispiel. Oh mein Gott, Hermine, du bist echt unfähig. Ja, heute noch. Und dann wird es so voll grün und voll schön. Und hier kann man das auch machen. Bis auf das, dass es immer ewig dauert, aber es sieht danach viel schöner aus als davor. Ich meine, guckt euch das mal. Ah, oder wird es dann. Wow, man kann doch damit andere Leute angreifen. Das finde ich jetzt sehr lustig. Oh, sorry. Mensch, schaut euch jetzt mal Hogwarts an. Wie geil sieht das denn aus? Voll beautiful. Sorry, ich muss hier jetzt schnell mal alles grün machen. Ich kann euch da leider nicht helfen, aber das muss sein. Ich meine, schaut euch mal diese Blume an. Sieht hier aus wie so ein Flower Power Hogwarts. So ein Hippie Hogwarts. ja. Also ich finde es sehr schön und deswegen benutze ich diesen Zauber auch voll gerne. Ich finde es irgendwie ulkig. Okay, gucken wir mal. Oh, hier müssen wir gleich den Wasserzauber wieder anwenden. Es wurde uns vorgeschrieben. Sorry, ich kann da leider nichts dagegen machen. Hier muss es grün und blühen. Das gehört zur Geschichte dazu. Habt ihr nicht die Stelle gelesen? Und dann ließ Harry es überall so grün und blühen so? Also, ich habe die Stelle gelesen. Die war in Harry Potter und der Botanische Garten. Falls ihr euch nicht mehr dran erinnert. Ist hier überhaupt irgendwas? Jetzt rennt ihr schon wieder aus Hogwarts raus. Immer diese langen Laufstellen. Sind wir nicht schon in der letzten Folge hier entlang gelaufen? Soweit ich mich erinnern kann. Oh. Ein Wasserzauber. Sorry. Hey, Dudley ist hier immer noch. Malfoy ist hier immer noch in der Gegend. Ja. Wow. Das nenne ich mal eine interessante Pflanze. Und es geht anscheinend nach Hogwarts selbst. Soweit es. So wie es aussieht, weil. Ja, ich weiß, da war eben ein Wasserzauber, aber ich halte mich jetzt mal zurück. Nein, lass mich in Ruhe. Hör auf mich zu nerven. Geh einfach weg. Okay, jetzt gehe ich hier rein. Was passiert jetzt? In der großen Geschichte von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Und ich kann den Part jetzt nicht mehr so lang gehen lassen, weil mein Hals anfängt weh zu tun und ich muss ihn wärmen, damit mir nichts passiert. War da drüben nicht sowas, was mit Wasser zu tun hatte? Nein. Aber hatten wir hier den goldenen Stein nicht schon längst geholt? Soweit ich mich erinnern kann. War der nicht an der Uhr? Ja.
Den hatten wir schon mal, ganz sicher. 100 Pro. I'm so sure about this. Oh, hier müssen wir auch noch einen goldenen Stein holen, aber ich habe keine Ahnung. Oh. Na, na, na. Und wir müssen immer noch warten auf den Explosionszauber, damit wir... Ist das jetzt schon wieder ein Level? Meine Güte. Wenn ja, dann wäre das jetzt aber sehr kurz gewesen, dazwischen. 10 Minuten zwischen dem ersten Level und dem jetzigen Level. Nee, doch. Doch, 10 Minuten, ja, genau. Aber ich weiß es nicht. Ich bin so unsicher und unentschlossen. Ich mag diese gemalten Ladebildschirme total. Ich finde, die sehen voll fancy aus. Weil, also im letzten Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4 waren die Ladebildschirme immer so... Sie haben versucht, realistisch zu sein und sahen deswegen aber irgendwie so ein bisschen blöd aus. Das ist jetzt schon wieder ein Level. Weil wenn ja, dann muss ich jetzt halt einen kurzen Part machen und mache danach ein Level daraus. Ah, es ist gleich Vollmond. Oh. Willst du nicht etwas von diesen süßen Keksen probieren? Hm? Ja, ich nehme den, auf dem Lego steht. Achso, war es ja auch wirklich im Film. Ah, ich bin so eine fabulous Frau und jetzt gehe ich meiner Wege. Schau dir mal meinen Schuppen an, da drin gibt's süße Kaninchenbabys. Oder sowas, in der Art. Was war das jetzt gerade bitte? Das war irgendwie so nichtssagend. Es ist ein Level. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Und bis dahin, tschö mit Ö. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town. In one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl. And we won't come home until we kiss a girl.